Ein bergiges Land mit turmbewehrten Ortschaften. Eine reiche, vielfältige Kultur, geprägt von alten Städten, wilden Grenzregionen und mächtigen 5000ern. Aber auch moderne Hafenstädte, ein reiches kulturelles Erbe und der Stolz einer kleinen Nation. Das ist Georgien. Georgien liegt südlich des großen Kaukasus. Die Bergkette bildet einen Teil der Landgrenze zwischen Europa und Asien. Im Norden liegt Russland. Östlich grenzt Georgien an Aserbaidschan, im Süden an Armenien und die Türkei und im Westen an das Schwarze Meer. Von Georgiens 3,7 Millionen Einwohnern leben über 1 Million in der Hauptstadt Tiflis, seit dem 6. Jahrhundert das politische und kulturelle Zentrum Georgiens. Lange Zeit führt die Seidenstraße durch Tiflis. Die Reisenden ruhen sich hier aus und lassen sich in einem der zahlreichen Badehäuser verwöhnen. Unter der Stadt liegen heiße Schwefelquellen, die seit dem 13. Jahrhundert intensiv genutzt werden. Das 1893 erbaute Orbeliani-Bad erinnert an die persischen Einflüsse auf georgische Architektur und Kultur. Die Mineralquellen der Stadt münden in einen Bach, der zwischen den Badehäusern des Abanotubani-Tals einen malerischen Wasserfall bildet. Tiflis Altstadt mit ihren ortstypischen Bauten und den gewundenen Kopfsteinpflasterstraßen ist als UNESCO-Welterbe nominiert. Das Land hat eine bewegte Geschichte. Nach Römern, Persern und Arabern herrschen mal mongolische, mal türkische und schließlich russische Invasoren. Moscheen, Synagogen und Kirchen im Herzen von Tiflis sind Zeugen der kulturellen und religiösen Vielfalt Georgiens. In sowjetischer Zeit ist dies der Leninplatz mit einer Statue des russischen Revolutionärs in seiner Mitte. Sie wird 1990 entfernt und der Platz in Freiheitsplatz umbenannt. Georgiens Schutzpatron, der heilige Georg, kämpft nun in luftiger Höhe gegen den bösen Drachen. Schon 1958 bekommt Tiflis ein patriotisches Denkmal. Kartlis Deda, die sagenhafte Mutter Georgiens, schaut von einem Hügel auf die Stadt hinab. Die 20 Meter hohe Aluminiumstatue zeigt die Beschützerin des Landes in Nationaltracht gekleidet, wie sie Freund und Feind empfängt. In der rechten Hand ein Schwert, in der linken eine Schale mit Wein, als Zeichen der Gastfreundschaft. Auf demselben Bergrücken steht die Festung Narikala. Ursprünglich als persische Zitadelle im 4. Jahrhundert erbaut, wird sie später immer wieder erweitert und verstärkt. 1827 ist die Burg ein Lager für russische Munition. Nach einem Blitzschlag fliegt sie in die Luft. Übrig bleibt eine malerische Ruine. Nur ihre Außenmauern sind noch weitgehend intakt.
Mitten durch Tiflis fließt die Kura, Georgiens größter Fluss. Sie entspringt südlich der Landesgrenze in der Türkei. Von den vielen Brücken über die Kura ist die 150 Meter lange Friedensbrücke eine der neuesten und ungewöhnlichsten. 2010 wird die extravagante, überdachte Fußgängerbrücke eingeweiht. Sie verbindet die Altstadt mit einem neuen Park. Nicht weit entfernt das 2012 eröffnete Bürgerhaus der Stadt, in dem alle möglichen Behördengänge erledigt werden können. Seine offene, gläserne Architektur soll Transparenz symbolisieren, das Dach an einen schützenden Blätterwald erinnern. Die Einheimischen nennen es allerdings Pilzhaus. Am Ufer der Kura erinnert ein Denkmal an den georgischen König David IV., auch David der Erbauer genannt. Im frühen 12. Jahrhundert vertreibt er die Türken aus Georgien mit Hilfe asiatischer Nomadenkrieger und europäischer Kreuzritter. Er macht Tiflis zur Hauptstadt des Landes. Die vielen kulturellen Einflüsse, die das Land im Laufe der Zeit geprägt haben, bereichern Georgien bis heute. Seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 werden Straßen und viele georgische Bauten vergangene Jahrhunderte renoviert und instand gesetzt. Allerdings verlassen auch viele Angehörige von Minderheiten das Land, vor allem Russen und Armenier. Daher schrumpft Georgiens Bevölkerung. Die georgische orthodoxe Kirche gewinnt seit Ende der Sowjetunion stark an Bedeutung. 2004 bekommt sie eine neue Hauptkirche in Tiflis, die 84 Meter hohe Dreifaltigkeitskathedrale. Auf ihrem Gelände residiert auch der georgische Patriarch. Gemäß der Tradition großer Kirchenbauten bilden die Hauptschiffe der Kathedrale ein Kreuz. Die größte ihrer 9 in Deutschland gegossenen Glocken wiegt stolze 8 Tonnen. Der georgische Dichter Schotter Rustaveli gilt als bedeutender Schriftsteller des Mittelalters und als Volksheld. Die bekannteste Prachtstraße des Landes trägt seinen Namen. Am Rustaveli Boulevard liegen elegante Wohnhäuser, Museen und Theater. Die meisten Bauten stammen aus dem späten 19. Jahrhundert, sowie das im neo-orientalischen Stil gestaltete Opernhaus. Es ist nach dem Komponisten Zakaria Paliashvili benannt, der im Garten des Opernhauses bestattet liegt. Insgesamt finden sich 33 Theater in Tiflis. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch das Rustaveli-Theater liegt am gleichnamigen Boulevard. Es ist seit seiner Gründung zur Zarenzeit ein wichtiger Treffpunkt für georgische Künstler und Literaten. Hoch über Tiflis erhebt sich der Heilige Berg, auf Georgisch Mtatsminda. Der 274 Meter hohe Fernsehturm auf seinem Gipfel wird 1972 fertiggestellt und gilt seitdem als eines der Wahrzeichen der Stadt. Seit 1905 führt eine gut 500 Meter lange Standseilbahn auf den Berg und erleichtert Besuchern den Aufstieg.
Nach technischen Problemen wird die Bahn 2013 rund erneuert. Ihre Bergstation liegt auf 727 Metern Höhe und bietet einen schönen Blick auf Tiflis. Rund 20 Kilometer nördlich von Tiflis liegt das sehr viel ältere Städtchen Mtsreta. Schon vor 3000 Jahren steht eine Stadt an diesem Ort. Seit dem 6. Jahrhundert vor Christus ist sie Hauptstadt eines alten Königreichs, das Iberien oder Kartli genannt wird. Dieser Teil des heutigen Georgiens führt bereits im Jahr 337 das Christentum als Staatsreligion ein. Im Tal der Kura entsteht die erste Kirche des Landes. Sie wird 1029 von der Sveti Tsrovelli-Kathedrale abgelöst, die bis heute erhalten ist. Viele Legenden ranken sich um die Kathedrale. Jahrhundertelang dient sie als Krönungs- und Grabkirche der georgischen Könige. Ihr Stil ist typisch für orthodoxe Kirchenbauten, eine sogenannte Kreuzkuppelkirche. Bis heute ist sie die zweitgrößte Kirche des Landes, nur von der Dreifaltigkeitskathedrale in Tiflis übertroffen. Noch älter ist das hoch über der Stadt gelegene Kloster Djvari. Die heilige Nino, die das Land im 4. Jahrhundert zum Christentum bekehrt, soll hier das erste Kreuz errichtet haben. An seiner Stelle steht seit dem Jahr 605 dieser Kirchenbau, der vielen anderen religiösen Bauten Georgiens als Vorbild dient. Knapp 90 Kilometer westlich von Tiflis liegt Gori, ebenfalls an der Kura. Es ist die Hauptstadt der Region Shida-Kartli. Schon vor dem Bau der mittelalterlichen Festung ist der strategisch wichtige Felsen bewohnt, wahrscheinlich seit der Zeitenwende. Ottomanen, Perser und Russen belagern die Burg. Bis ins 18. Jahrhundert wird sie immer wieder aufgebaut. Erst ein Erdbeben im Jahr 1920 macht sie zur Ruine. Goris größte Touristenattraktion ist das Stalin-Museum. Es widmet sich ganz dem Andenken an den Diktator. Seit dem Bau des Museums im Jahr 1957 hat sich hier fast nichts verändert. Noch 2012 verhindert die Stadt Gori eine Umgestaltung der Stalin-Kultstätte. Auf dem Vorplatz steht sogar das Holzhaus, in dem Stalin 1878 in Gori zur Welt kam. Gleich daneben sein persönlicher gepanzerter Eisenbahnwaggon. Georgien ist mit knapp 70.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Bayern. Seine Landesfläche besteht zu fast 90% aus Bergen. Die höchsten liegen im Norden des Landes, im großen Kaukasus, der sich auf über 1.100 Kilometer Länge vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meer erstreckt. Im Westen der Bergkette findet sich die Region Svanetien mit ihrem Hauptort Mestia. Etwas nördlich, nahe der russischen Grenze, steht der markante, rund 4.700 Meter hohe Berg Ushbar mit seinem Doppelgipfel. Er gilt unter Alpinisten vor allem aufgrund der oft schlechten Wetterbedingungen als besonders schwierig. Hier im Westen des großen Kaukasus fällt viel und häufig Niederschlag.
Bis zu 3000 mm im Jahr kommen zusammen. Doppelt so viel wie im deutschen Alpenraum. Im Winter behindern oft starke Schneefälle den Straßenverkehr. In der Bergregion ist kaum Ackerbau möglich. Daher ist die Viehzucht ein wichtiger Wirtschaftszweig. Svanetien wird oft als Land der Türme bezeichnet, aufgrund der typischen Wehrtürme, die sich in vielen Dörfern finden. Einige davon sind über 1000 Jahre alt. In die meist 4- bis 5-stöckigen Türme flohen die Dorfbewohner bei Angriffen. Mit Feuern alarmierten sie ihre Nachbarn und aus den hochgelegenen Schießscharten beschossen sie die Angreifer. Der kleine Ort Tschaschaschi, ein Ortsteil von Uşkuli, ist besonders bekannt für seine Türme und anderen alten Bauten. Schon zu Sowjetzeiten war dies ein Museumsdorf. Heute ist es Teil des UNESCO-Welterbes. Uşkuli erstreckt sich über einen Talgrund in 2080 bis 2200 Metern Höhe. Das macht das Dorf zu einer der höchstgelegenen, dauerhaft bewohnten Siedlungen Europas. Von hier aus bietet sich ein guter Blick auf den höchsten Gipfel Georgiens, den 5201 Meter hohen Schara. Im Jahr 2014 werden über 600 Gletscher in Georgiens Bergen gezählt. Doch sie schrumpfen aufgrund des Klimawandels schnell. Der Schrara-Gletscher ist einer der größten des Landes. Aus ihm entspringt der Fluss Enguri, der nach 213 Kilometern ins Schwarze Meer mündet. Auf seinem Weg dorthin liefert er Georgien einen großen Teil seiner Energie. Die über 270 Meter hohe Enguri-Staumauer wird 1987 nach über 20 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Zu jener Zeit ist sie die weltweit größte Bogenstaumauer. Das unterirdische Kraftwerk deckt rund 40% des landesweiten Strombedarfs. Anfang 2021 wird das marode Kraftwerk repariert, auch mit deutscher Hilfe. Am Schwarzen Meer, nahe der türkischen Grenze, liegt Batumi, die zweitgrößte Stadt Georgiens. Nach dem Bau einer Pipeline ins Ölfördergebiet Baku wird Batumi ab 1907 zum wichtigsten russischen Exporthafen für Erdöl. In den 50 Jahren danach verdreifacht sich die Bevölkerung der Stadt. Während der Sommersaison ist Batumi ein beliebtes Touristenziel. Entlang seiner Schwarzmeerstrände entstehen immer neue Hotels, Restaurants und Spielcasinos. Schon 1881 beginnt der Bau der Strandpromenade mit ihren Springbrunnen, Cafés und Spielplätzen. Auch der 20 Meter hohe Leuchtturm am Ende der Promenade stammt aus dieser Zeit. Die 8 Meter hohen beweglichen Figuren der Bildhauerin Tamara Kvesitadze stellen Mann und Frau dar, die sich langsam aufeinander zubewegen, für kurze Zeit eins werden und sich dann wieder trennen. Sie werden auch Ali und Nino genannt, nach dem gleichnamigen Roman über zwei Liebende aus unterschiedlichen Kulturkreisen. In Batumis Altstadt liegt der Europaplatz mit seiner bunten architektonischen Mischung aus Klassizismus und Jugendstil. Darauf die Statue der Medea aus der griechischen Argonautensage.
Sie hält das goldene Vlies in ihrer Hand. Die Legende vom goldenen Vlies könnte durchaus einen wahren Kern haben. Tatsächlich werden im antiken Kolchis am Kaukasus Schaffelle benutzt, um in Flüssen Goldstaub aufzufangen. Fraglos ist die Region um Batumi schon seit Jahrtausenden von strategischer Bedeutung. Rund 15 Kilometer südlich der Stadt graben Archäologen ein großes römisches Kastell aus. Das ursprünglich griechische Apsaros gilt als bedeutendste Festung entlang des römischen Limes in Kolchis und sichert bis in byzantinische Zeit einen wichtigen Handelsweg. Zu den modernen Wundern in Batumi zählt der Alphabetturm. Der 2011 fertiggestellte Aussichtsturm ist 130 Meter hoch. Entlang der Doppelhelix an seinen Seiten trägt er die Buchstaben des georgischen Alphabets. An der restaurierten Fassade der ehemaligen Nationalbank am Europaplatz prangt eine komplexe astronomische Uhr, die außer der Zeit auch die Positionen von Sonne, Mond, Planeten und Sternzeichen anzeigt. Auf dem Theaterplatz vor dem Schauspielhaus steht der goldene Neptunbrunnen. In 2010 errichtet die Stadt diese Kopie eines Brunnens aus dem italienischen Bologna, um an die maritime Tradition der Stadt zu erinnern. Die Stilmischung der Stadt wird immer vielfältiger, wie mit diesem Hotel, dessen Architektur an den Leuchtturm von Alexandria erinnern soll. Batumi ist Georgiens wichtigste Hafenstadt. Sowohl Kreuzfahrtschiffe als auch große Frachtschiffe, Tanker und Containerriesen legen hier an. Neun Kilometer nördlich der Stadt eröffnet im Jahr 1912 der Botanische Garten Batumis. Er erstreckt sich über 108 Hektar und ist nicht nur wissenschaftlich bedeutend, sondern beeindruckt auch als Park mit alten Bäumen und überraschenden Panoramablicken. Weiter nördlich liegt die Hafenstadt Poti an der Mündung des Flusses Rioni ins Schwarze Meer. Schon im frühen 6. Jahrhundert vor Christus leben Menschen hier, in der griechischen Kolonie Phasis. Die Kathedrale von Poti dominiert die Stadtmitte. Sie wird als kleinere Kopie der Hagia Sophia im neobyzantinischen Stil errichtet und 1906 eingeweiht. Unter sowjetischer Herrschaft dient sie als Theater, seit 2005 wieder als Kirche. Potis Hafen ist von großer Bedeutung für Georgien und seine Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan. Allein 80% des gesamten georgischen Containerverkehrs werden hier umgeschlagen, aber auch Erze und Öl. Im Inland liegt Sugdidi, Hauptstadt der Region Megrelien. Im Palast der einstigen Herrscherfamilie Dadiani befindet sich seit 1921 ein Museum für Geschichte und Volkskunde. Es stellt vor allem die Sammlung der Dadiani-Familie aus, die mit Napoleon Bonaparte verwandt war. So findet sich sogar dessen Totenmaske hier in Poti, weit entfernt von Paris. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Megreliens zählt die alte Festung von Nokalakevi,
Georgiens größte Wehranlage am Fluss Dechuri. Im 4. Jahrhundert wird Nukalakevi zur Hauptstadt des Königreichs Lasika. Zum Schutz vor Angreifern baut man eine Burg und die bis zu 20 Meter hohe Mauer um die gesamte Stadt. Doch im Jahr 735 erobern Araber die Stadt und schleifen die Festung. Oberhalb der Stadt wird der Dechuri von heißen vulkanischen Quellen gespeist. Im Flussbett vermischen sich warmes und kaltes Wasser und schaffen Badestellen, die das ganze Jahr über beliebt sind. Auch die Martvili-Schlucht liegt in Megrelien. Hier hat sich der kleine Fluss Abascha tief in den Kalksteinfelsen eingegraben und eine verwunschene grüne Welt erschaffen. Sie ist gut 2 Kilometer lang und bis zu 40 Meter tief, bewachsen von Moos und Farnen. In der Umgebung finden sich auch einige Kalksteinhöhlen, die besichtigt werden können. In einer davon sind Fußabdrücke von Dinosauriern erhalten, die zur Kreidezeit hier über schlammigen Meeresboden wanderten. Weiter östlich liegt der Kurort Skaltubo. Während der Sowjetzeit ist dieses Heilbad mit seinem leicht radioaktiven Quellwasser sehr beliebt. Auch bei Josef Stalin, der hier viele Sanatorien, Hotels und Bäder errichten lässt. Nach dem Ende der Sowjetunion dienen viele der Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte und werden dem Verfall überlassen. Erst in jüngster Zeit lässt der georgische Staat sie nach und nach als Wellness-Hotels renovieren. Die Hauptstadt der Region Imeretien heißt Kutaisi, mit rund 150.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Georgiens. Sie existiert seit dem 8. Jahrhundert vor Christus. Vom 10. bis 12. Jahrhundert nach Christus residieren die georgischen Könige hier. Aus dieser Zeit stammt die Bagrati-Kathedrale. Nach ihrer Zerstörung durch osmanische Truppen im Jahr 1692 ist sie lange eine Ruine. 2010 wird die Kirche rekonstruiert. Im Stadtzentrum Kutaisis steht der Kolchisbrunnen mit Nachbildungen bis zu 5000 Jahre alter archäologischer Funde. Das antike Kolchis ist berühmt für seine Schätze aus Bronze und Gold. Der Kurort Borjomi besitzt zahlreiche Mineralquellen, deren Wasser seit 1906 vermarktet und bis nach Amerika verkauft wird. Besucher des Parks können ihre eigenen Flaschen mit dem leicht säuerlichen Heilwasser füllen. Die Festung Rabati im Südwesten Georgiens schützt das Städtchen Achaltsiche. Rabati wird 1204 erstmals erwähnt, als neue Burg auf den Fundamenten einer älteren. Jahrhundertelang ist die Stadt ein wichtiger und wohlhabender Handelsplatz und weckt Begehrlichkeiten bei mongolischen, türkischen und russischen Invasoren. Rabati besteht aus einem hochgelegenen Bergfried und mehreren Burghöfen mit Gärten und Gebäuden. An ihnen lässt sich die Vielfalt der Kulturen und Religionen ihrer Vergangenheit ablesen.
Neben einer Kirche finden sich im Inneren der Festung auch eine Moschee und eine Synagoge. Die heutigen Bauten entstammen zu großen Teilen einer Rekonstruktion von 2012. Diese ist historisch sehr umstritten, da sie sich vor allem an touristischen Bedürfnissen orientiert. Im Norden von Westgeorgien entlang des Flusses Rioni, hoch im Kaukasus, liegt die Provinz Ratscha. Ihre malerischen Felswände und Flusstäler, aber auch das kühlere Klima locken im Sommer viele Besucher aus dem In- und Ausland. Die Wälder rings um den Shaori-Stausee sind bei Pilzesammlern beliebt und in dem über 7 Kilometer langen See lässt es sich gut angeln. Südöstlich davon steht am Rand der Berge eine eigentümliche Felsnadel aus Kalkstein. Die Katsuki-Säule. Auf dem fast 40 Meter hohen Felsenturm befindet sich seit dem 10. Jahrhundert eine kleine Klosteranlage. Bis 2015 lebt ein Einsiedler auf dem Felsen. Heute beten nur noch die Mönche des Klosters im Tal in der hochgelegenen Kapelle. Außer ihnen darf niemand die Leiter zum Gipfel hinaufsteigen. Im Osten Georgiens liegt die Region Kachetien, die auch als Sonnenland bezeichnet wird. Sie bildet das Zentrum der georgischen Weinkultur, die auf eine jahrtausendealte Tradition zurückblickt. Archäologische Funde belegen, in dieser Region wird schon um 6000 vor Christus Wein hergestellt. Der edle Tropfen ist bis heute ein wesentlicher Bestandteil der georgischen Kultur. Im 19. Jahrhundert besingt der georgische Poet und Fürst Alexander Tschaftschawadze die Weine seiner Heimat. Sein Landsitz ist als Museum dem Leben und Werk des Dichters gewidmet. Inmitten der Weinbauregion hat sich die kleine Stadt Signagi zu einem beliebten Reiseziel für Hochzeitspaare entwickelt. Im Rathaus kann man sich rund um die Uhr trauen lassen. Die Stadt mit ihren reich verzierten Holzhäusern stammt größtenteils aus dem 18. Jahrhundert. Das nahegelegene Kloster Botbe gilt als Grabstätte der heiligen Nino, die im 4. Jahrhundert das Land zum Christentum bekehrte. Die Basilika von Botbe ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Georgiens. Unweit des Klosters entspringt eine Quelle, deren Wasser angeblich Wunderheilungen bewirkt. Im späten Mittelalter lassen sich viele georgische Könige in Botbe krönen. Das Kloster ist lange für seine Sammlung religiöser Schriften bekannt und beherbergt auch eine theologische Schule. Unter russischer Herrschaft wird es zunächst geschlossen und später als Nonnenkloster neu eröffnet. Auch heute leben wieder Nonnen in Botbe und beten in der neuen Kathedrale von 2019, die viel größer ist als ihre alte Basilika. In knapp 1900 Metern Höhe liegt das Dorf Omalo im nordgeorgischen Tuschetien. Es ist nur im Sommer erreichbar. Oberhalb des Dorfes stehen seine Fluchttürme, im 13. Jahrhundert erbaut zum Schutz vor eindringenden Mongolen. 7 der ursprünglich 13 Türme sind noch erhalten. Wie der gesamte Nationalpark Tuschetien ist Omalo im Sommer ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer.
Ähnlich wie bei der alpinen Almwirtschaft dienen auch hier die Bergdörfer nur im Sommer als Viehweiden und werden im Winter verlassen. Im Örtchen Dartlo mit seiner Kirche und seinen Schieferdächern liegt der einstige Gerichtsort der Region. Hier kamen die Dorfältesten zu ihren Beratungen zusammen. Alle Gebäude bestehen aus Trockenmauern, ohne Mörtel errichtet und bei Bedarf schnell repariert. Erst seit 1978 führt eine Straße nach Omerloh, allerdings nur von Mai bis September. Im Winter ist sie 6 Monate lang nicht befahrbar. Doch auch im Sommer gilt sie als sehr gefährlich. Die Straße instand zu halten, gleicht einem endlosen Kampf gegen die Natur. In jedem Winter reißen Lawinen und Erdrutsche neue Lücken in die Fahrbahn. Zahlreiche Kreuze am Straßenrand erinnern an Reisende, die ihr Ziel am Ende dieser Straße nicht erreicht haben. Weiter westlich ist das Reisen komfortabler. Aus einer Raststätte an der Heerstraße nach Russland entwickelt sich seit den 1980er Jahren der Skiort Gudauri. Er bietet auf 2200 Metern Höhe alle modernen Annehmlichkeiten. 15 Seilbahnen und Skilifte führen hoch auf über 3200 Meter zu 34 Kilometer Skipisten. Wem das nicht genügt, der kann sich per Helikopter oder Schneemobil auch auf unberührte Gipfel bringen lassen und im Pulverschnee seinen eigenen Weg ins Tal suchen. Einen schönen Aussichtspunkt nahe Gudauri bietet das Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft. Es steht seit 1983 an der Heerstraße und erinnert an den ersten Vertrag, den die beiden Länder miteinander schlossen. Genau 200 Jahre zuvor. Bunte Kacheln an der Innenwand stellen Szenen aus der gemeinsamen Geschichte dar. Das Denkmal entsteht zu einer Zeit, als innerhalb der Sowjetunion erste Spannungen aufkommen. 8 Jahre später wird Georgien unabhängig. In der Folge kommt es sogar zum Krieg mit Russland, das seitdem 2 georgische Provinzen kontrolliert. Im Tal unterhalb des Denkmals fließt der Aragvi, ein Nebenfluss der Kura. An den warmen Hängen bilden sich thermische Aufwinde, die von Gleitschirmfliegern genutzt werden. Nur 20 Autominuten nördlich von Gudauri liegt das Städtchen Stepansminda, am Fuß des 5047 Meter hohen erloschenen Vulkankegels Kazbek. Die Grenze zu Russland verläuft über seinen Gipfel. Davor steht einsam auf einer über 2100 Meter hohen Bergkuppe die Dreifaltigkeitskirche von Gergeti. Ihre einzigartige Lage macht sie zu einem der Wahrzeichen Georgiens. Sie ist außerdem ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in diesem Teil des großen Kaukasus. Folgt man der Straße von Gudauri weiter ins Tal, kommt man nach Pasanauri, wo sich 2 Quellflüsse des Aragvi vereinigen. Der schwarze Aragvi aus dem Osten
und sein weißer Namensvetter, der milchiges Gletscherwasser führt. Nicht weit flussabwärts endet der Lauf des wilden Gewässers seit 1986 im Shinwali-Stausee. Die 102 Meter hohe Staumauer stammt noch aus sowjetischer Zeit. Das Wasser aus dem See betreibt nicht nur ein Kraftwerk, es dient auch der Trinkwasserversorgung von Tiflis. Oberhalb der heutigen Staumauer lag die mittelalterliche Stadt Shinwali im Tal des Flusses. Alle Proteste der Einwohner nutzten nichts. Sie wurden aus den Häusern ihrer Vorfahren vertrieben und oft gegen ihren Willen nach Tiflis umgesiedelt. Die alte Stadt mit ihren Türmen und Villen ist in den blauen Fluten versunken. Am Ufer des neu entstandenen Sees ist nur die Wehrkirche Ananuri stehen geblieben. Eine Mischung aus Burg und Kloster. Inmitten ihrer Festungsmauer stehen zwei Kirchen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Etwa 25 Kilometer südöstlich von Tiflis liegt die Stadt Rustavi an der Kura. In den 1940er Jahren lässt Josef Stalin hier das größte Stahlwerk des Kaukasus bauen und 1947 auch ein Lager für deutsche Kriegsgefangene. Viele der sowjetischen Industriebetriebe von Rustavi überleben Georgiens Unabhängigkeit nicht. Die schmucke Innenstadt ist meistens leer. Bis auf die bronzenen Musiker auf dem Hauptplatz. Immerhin, drei große Unternehmen produzieren noch und die tristen Plattenbauten am Stadtrand werden nach und nach modernisiert. Die östlichen Landesteile Georgiens sind mit ihren fruchtbaren Böden und weiten Feldern die Kornkammer des Landes. Viele der Felder müssen bewässert werden, denn diese Region Kachetiens hat ein deutlich trockeneres Klima als der Westen. Nahe der Grenze zu Aserbaidschan geht die Landschaft zunächst in eine karge Steppe und schließlich in eine Wüste mit Salzseen über. In der Wüste Garecha findet sich an einigen Berghängen eine bizarre Mondlandschaft. Ihre farbigen Streifen entstehen durch unterschiedliche Sedimentgesteine wie Kalkstein, Sandstein und abgelagerte Vulkanasche. Selbst in dieser Einöde zeigt sich der Reichtum der georgischen Kultur mit einer Reihe von Felsenkirchen und Klöstern. Manche dieser Orte sind bereits seit der Bronzezeit bewohnt. Faszinierend und einzigartig. Wie ganz Georgien.